So, die Mama hat auch was zum Spielen entdeckt. Was ist das? Ich möchte einen Hasen haben. So, wir wollen jetzt reingehen in den Spielzeugladen. Und vergesst nicht das Abonnieren und das Glöckchen. Ja, und den Daumen hoch. Genau. Und was soll in die Kommentare? Irgendein Spielzeug, was euch gefällt. Hauptsache es ist ein Spielzeug. Genau, sucht euch eins aus, schreibt entweder Spielzeug rein oder sucht euch eine schöne Figur aus und dann packt ihr das uns in die Kommentare. Ja. Wir freuen uns und wir gehen jetzt mal rein und dann... Genau, also bevor wir Tschüss sagen, genau. Wollen wir gleich jetzt erstmal reingehen. Wir gehen gleich rein und dann zeigen wir euch mal, was es da so gibt. Bis gleich! Okay, es geht schon los und bevor wir überhaupt im Laden drin sind. Genau, bevor wir im Laden drin sind, geht es hier schon los mit einem Riesenrad und einer Lokomotive. Also mal gucken, wann wir dann zum Spielzeug kommen. So, ihr Lieben, das Erste, was wir gefunden haben. Ja, weil es nämlich eine Faschingsecke ist. Und wenn etwas Avelina gerne macht, dann ist es sich verkleiden. So, und die Luna. Die Luna hat sich auch schon was ausgesucht. Was ist es? Ein Prinzessinnen-Outfit. Guck mal. Es hat Fell. Es ist ein Einhorn. Seht ihr das? Es ist ein Einhorn. Wir gucken mal weiter, was ist noch so an alle Eltern. Wer kennt es noch? Und zwar, es gab es zu der Zeit, als meine Schwester und ich noch Kinder waren. Und zwar sind das so komische... Und Glitter. So Glibbermonster. Und die kann man sowohl essen als auch mit spielen. Also... Ekelig. Sie findet es ekelig. Aber tatsächlich gibt es die hier auch so richtig schön in Dunkel und Bar. Die gab es schon, als ich quasi noch Kind war. Und das ist schon 30 Jahre her. Also faszinierend. So, Avelina hat schon was gefunden. Ich habe hier einen Roboter und es gibt noch viel mehr. Die kann ich euch mal zeigen. Soll ich zeigen? Komm mal mit. Ja, wir gehen mal mit. Und scheinbar gibt es jetzt nicht nur, also bei mir gab es früher nur kleine Hunde und so, die laufen können. Hier sind so ein paar Füchse. Genau. Und kommt hier mit. Und hier sind noch so ein paar kleine Pferde und die sind hier leer gemacht worden. Ich weiß nicht von wem, aber die sind hier überall leer. Ja, die laufen hier wahrscheinlich irgendwo rum zum Anschauen. Hier gibt es so kleine und das sind wie so kleine, wie man die früher so kannte, so Hunde. Und das sind jetzt tatsächlich Pferde. Das ist faszinierend. Ja, und ich möchte unbedingt so einen Roboter haben. Ja, wir diskutieren mal und gucken noch ein bisschen weiter, weil es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die man gerne mitnehmen möchte. Ne? Ja. Okay, das ist natürlich krass. Wie ihr seht, man kann hier... komplette Autos kaufen, wo die Kinder einfach drin sitzen. Hier haben wir auch einen Ferrari, für die, die es ein bisschen luxuriöser brauchen. Ein pinker Mini, den würden wir nehmen. Ne? Den finden wir toll. Avelina, welches Auto würdest du dir aussuchen? Den weißen Porsche. Selbstverständlich. Und ich glaube, Luna wird den... Ach so, Luna nimmt direkt den Ferrari. Auch in Ordnung. Ne? Der blaue ist auch, ist ein Audi, da wäre ich jetzt sehr für. Sehr schön. Also ihr seht, das ist auch für irgendwann sicherlich ein tolles Geschenk. Okay, wir gucken mal weiter. Guck mal, da ist ein Roller. Okay, das ist ja auch ein bisschen cool, ne? Wie so eine Vespa früher. Für alle Mamas, die zugucken. Avelina, guck mal. Den finde ich auch. Okay, Avelina ist schon fast ein bisschen groß. Hier hat Luna was entdeckt. Zeig mal, Mimi. Zeig mal, Mimi. Es ist ein... Ein Else und ein... Uiuiui. Das ist natürlich toll. Mit Sound. Mit Sound. Ich hab jetzt... Sie ist ganz gebannt. Okay, das... Ich hab das perfekte Kunsthahn Autos gesehen. Kommt mal mit. Da singt man rein, ne? Ein Mikrofon. Schaut mal auf... dieses Zeichen, da kann man Auto fahren und dabei noch die Mama schieben. Genau, das ist natürlich dann so für die, die noch nicht ganz so groß sind, das noch nicht selber können. Da gibt es das Ganze nochmal mit Lenkstange hinten dran. Ja, sehr cool. Luna findet, ganz toll. Genau, Luna nimmt, glaube ich, den Roller. Luna ist ein bisschen klein. Sehr schön. Was soll das hier sein? Das gehört da dran. Luna ist ja toll. Luna? Luna? Ja, der geht jetzt noch nicht auf. Luna, wie findest du den Roller? Okay, sie ist ganz fasziniert. Sie ist gerade gar nicht aufmerksam. Da kann man direkt mit losfahren, ne? So, und jetzt sind wir in der passenden Abteilung gelandet. Und zwar alles natürlich... Genau, alles in rosa, also Mädchenabteilung. Und wir haben gerade was ganz Tolles gefunden, glaube ich. Die ersten Einhorn-Sachen gefunden.
Nee, aber wir können es nicht entscheiden. Ich glaube, das ist total toll, weil das sind Einhörner und wenn man die auseinanderzieht, werden die zum Armband. Das ist so 2-in-1, glaube ich. Das ist schon ein bisschen geil, ne? Das ist ein bisschen aber wir cool. Gucken mal weiter, weil Avelina ist auch ganz aufgeregt. Ein bisschen nervös. Ah, schaut mal, hier, ist, das, hier ist es drauf. Moment, wir drehen mal einmal die Kamera. Oh nein, jetzt ist es auch noch weg, weil wir da sind. Da ist es. Das habe ich noch nie da gesehen. Da kann man sehen. Ach, wie cool. Ich habe es gesehen. Ich sehe. Guck mal. Ja, super, Schatzi. Das hast du sehr gut gesehen. Danke. Guck mal, Avelina. Das ist ja mal richtig das cool. Das finde ich ein bisschen toll. Ach, okay, das gucken wir uns gleich mal im Original an. Louis Vuitton-Koffer ausgesucht. Ach, Louis Vuitton oder so heißt ja. Das. Genau. Den werden wir definitiv auch nochmal testen. Den finde ich total toll. Diesen. Pui Pluton heißt der. Den werden wir auch nochmal ausprobieren. Luna hat was entdeckt. Und zwar ein Einhorn, was sich bewegt. Und zwar drückt man hier so auf den Bauch. Das ist natürlich schon Highlight. So, wir stehen jetzt vor den Mosaikboxen. Und zwar könnt ihr euch vielleicht an das Video erinnern. Also glaub ich das, das? Oder, nee, das also wir hatten, glaube ich, eine ganz andere Form, aber falls ihr noch mal sehen wollt, was es noch so gibt, wir haben hier noch so Pferde und Herzen und bla bla bla. Und hier so kleine, genau, so mit mehreren Flugfächern. Und hier die Avelina. Genau, und hier die Avelina, die gerade nur Blödsinn macht, aber das gehört auch dazu. Ich bin eine Mosaikbox. Genau, Avelina, die kann man nämlich auch bekleben, von oben bis unten, richtig. Wenn ich mich mir klebe. Genau, also ihr seht, es gibt, wir wollten euch noch mal zeigen, dass es ganz viele von diesen Boxen gibt. Und sogar, genau, und hier zum Beispiel gibt es sogar welche mit kleinem Schloss davor und die könnt ihr alle auch komplett bekleben, also ganz spannend. So, da ist die Diene nochmal, die guckt nochmal ein bisschen. Ich habe noch einen Riesenteddy gefunden. Okay, wir gehen mal. Die Mama hat auch was zum Spielen entdeckt. Was ist das? Ich möchte einen Hasen haben. Wie geht das, Mami? Drücken, Schatzi, drücken. So, ich glaube, warte mal. Hier gibt es irgendwo... Ein Pott. Was heißt denn ah, das? Ah, hier muss man irgendwie... Hinten. Ah, hier. So, mal, warte, so. Guck mal. Hier muss den auch. Und zwar steckt man da hinten einfach den Finger rein. Es gibt auch ganz... Es gibt auch ganz besondere Hasen mit Glitzer und Fellohren. So, wir sind ja alle Bastelfans und wir haben was ganz Cooles entdeckt. Drehen wir um, Avelinchen. Und zwar ist das ein Set, wie man selber Schneekugeln machen kann. Das heißt, man bemalt die Figuren selber und dann kann man das halt es gibt so da noch was anderes. Das wollen wir das mitnehmen. Das ist nein, ich möchte cool. Ja, sie hat sich in diesen Roboter verliebt, das diskutieren wir gleich noch, aber das wäre auf jeden Fall was zum Basteln für uns, was richtig, richtig cool wäre. Und was wir auch noch entdeckt haben, ist dieses richtig coole Schleimset für Mädchen, also Mädchenfarben. Das werden wir, glaube ich, auch mitnehmen und damit kann man selber Schleim machen mit Glitzer. So, ihr Lieben, wir haben uns entschieden. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich den hier haben will oder den. Okay, halt mal in die Kamera, was du überhaupt haben möchtest. Ja. Genau, und zwar sind das interaktive Haustiere. Das heißt, du musst die selber in den Schlafigen streicheln und so weiter. Und Luna hat sich für den, zeig mal Luna, mit Glitzer entschieden. Der hat Glitzerarme. Ich möchte auch den. Den gibt es aber nur noch einmal. Es gibt noch einen Einhorn. Genau, aber Luna muss sich jetzt noch entscheiden, welchen sie gerne haben möchte. Einen Glitzer. Ja, es gibt auch einen Einhorn. Doch nicht über... Einhorn. Die gibt es in 1000 Farben. Blau, pink, rot, genau. Lila, alles mögliche. Hey, warte. Genau. Und es gibt... Und es kann gibt... Nee, Schatzi, das, warte, ich habe das falsch schon. Dann kannst du das nicht sehen, mein Herzchen. So, und hier gibt es eine ganze Wand voll und das ist quasi wie... Also falls die Mamas hier zugucken, wie ein Tamagotchi, nur in hübsch mittlerweile. Also richtig cool. So genau, und man muss sich halt richtig drum kümmern. Ich möchte das doch lieber haben als die. Und Avelina nimmt den kleinen Drachen. Okay, in diesem Sinne, wir wollen jetzt nach Hause Abendessen dementsprechend. Ja, und spielen. Genau, spielen mit den neuen Haustieren. Deswegen sagen wir schon mal tschüss. Wir wünschen euch einen ganz tollen Tag. Guckt auf die weißen Videos. Guckt mal unsere anderen Videos, dann vielleicht sehen wir uns schon bald. Genau, und denkt dran, lasst uns gerne ein Like da, einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und einen Daumen hoch. Daumen hoch.